Hier spricht wieder Ustra und es geht weiter mit Dragon Age Origins. Es sieht so aus, als ob wir ziemlich tief im Kerker sind und jetzt schon einige Sachen überwinden konnten. Mal schauen, wo... Also das war wohl nicht der Magier, den wir gesucht haben. Aber das kommt noch. Ich bin mir sicher, das kommt noch. Da sind auch wieder einige Leute drin, die ich gerne nicht... den ich gerne nicht begegnen möchte, aber wohl begegnen ja. werde. Deswegen gucken wir mal eben hier rein. Da ist ein Folterer drin oder zwei. Guten Tag! Ich verstehe. Ja, ich verstehe hier gar nichts mehr. Zuff! So, jetzt gehen wir hier an die Seite ran und versuchen mal hier ein oder zwei Leute zu zerknacken. Das war gut gelaufen. Viele von den Folterern hier, die wollen auch keinem was tun, glaube ich. Huch, ach, jetzt ist der umgefallen, echt? Ich bin dran. Nicht schlecht. Ich habe es erledigt. Ziemlich große Klappe habe ich da schon wieder. Der Ruf ist unser. Beeilung. Weg mit dem. Ich kann ja mal den Kampfmagier anmachen. Okay, vielleicht treffe ich jetzt besser. So viel Magie kostet das doch gar nicht. Es hieß, das kostet so viel Magie und keine Ahnung und du hast keine Ausdauer mehr und nichts, aber es sieht doch voll in Ordnung aus. Lasst mich nicht hier. Befreit mich. Okay. Das ist ein Sollte das eine Lektion sein? Fand es mein Vater amüsant, mich so lange im Stich zu lassen, bevor er euch schickte? Nein, es sei denn, euer Vater ist Al-Iman. Heißt das, ich bekomme für eure Rettung eine... Wer seid ihr? Dann... Schickt euch nicht mein Vater? Anscheinend nicht. Ich bin Oswin, der Sohn von Ban Seagard, aus dem Benorn Drachengipfel. Wenn ihr keiner unserer Soldaten seid, dann sagt mir, wem ich meine Rettung verdanke. Ich bin Ustratis von den Grauen Wächtern. Dann ist mir klar, warum ihr gekommen seid, Wächter. Denn es sind eure Leute, die hier am meisten zu erdulden hatten. Ich danke euch. Und mit mir vermutlich das gesamte Benorn Drachengipfel. Wenn mein Vater niemanden geschickt hat, muss ich annehmen, dass er das wahre Gesicht der Schlange noch nicht kennt, mit der er sich verbündet hat. Aber wenn ihr mit ihm sprecht, würde er euch gewiss jede Belohnung gewähren. Sehr gut. Wird sich euer Vater beim Land hingegen Logan stellen? Dann ist Al-Iman eingetroffen? Hausmänner erzählten mir, er und seine Anhänger seien alle tot. Aber ich schwöre, wenn es ein Forum gibt, Logan anzuprangern, dann wird mein Vater dort sein. Und jetzt, bitte, muss ich zu ihm. Ich kann es kaum erwarten, diesen Ort zu verlassen. Ja, geh mal. Ein gefolterter Adliger. Sehr schön, sehr gut, sehr nett von mir. Wie immer. Zuvorkommend und nett und höflich. Ohne meine Gedanken an eine Belohnung zu verschwenden, weil ich so selbstlos bin. Wollen wir mal weitergehen? Al-Ho, gibt's da hinten? Und was gibt's da hinten? Rexel, ein vermisster Krieger. Ach so, ja. Ja, dann machen wir das doch eben schnell. Moment. Das hatten wir irgendwie... Wächter? ...angenommen an der Tafel. Ach, ihr wisst noch gar nicht, dass ich komme. So eine Überraschung. Aber ich weiß, dass ihr da seid. Puff! Es scheint, als hätten wir Gesellschaft. Kerkermeister sogar. Ich muss nochmal hier einen Mana-Tank nehmen. Ich werde es tun. Besser als du. Da ist ja der Kerkermeister. So, Alistair kann nichts mehr machen. Morrigan sieht auch so, als ob der nichts mehr machen kann. Ich werde einmal alle betäuben. Wenn es funktioniert noch. Und dann werde ich mal was Heilendes benutzen. Nice. So. Und dann werde ich mich mal so ein bisschen hier in den Eingang stellen. Schade, hat der Schock nicht geklappt. Morrigan ist hier ziemlich... Oh, tot. Verdammt. Der weiß auf jeden Fall, wie er kämpft, der Kerkermeister. Hart.
und ohne Gnade. Das Blöde ist, diese behinderten Bogenschützen, die einem da immer zwischenfunken. So, sind aber nicht mehr viele, die da sich wehren. Na komm, hau ihn weg. Jawohl. Hau ihn auch weg. Von hinten. Zack. Kerkermeister. Schlüssel zum unteren Gefangenen. Ein Hammer ist auch dabei. Sehr gut. Dann wollen wir mal. Spar du mal dein Leben. Den werde ich schon alleine erledigen. So, war doch nicht so schlimm. Aufstehen, meine Freunde. Wieder mal ihr beiden. Die am Boden liegen. Das tut mir sehr leid. So soll es sein. So, aber auch manchmal muss es sein. Dann ist es halt so. Schon unterwegs. Zack, jetzt gehen wir mal hier rein und gucken mal nach dem vermissten Krieger. Soris ist auch noch da. Rexel, hallo. Sie befahlen den Rückzug. Das Horn ertönte und wir wandten uns ab und dann diese Schreie. Wir ritten und sie schrien und schrien und... Welchen Rückzug? Wart ihr in Ostager? Mutter, riechst du das Blut? Sie sagten, es war nur die dunkle Brut, aber wir haben sie auch gegessen. Oh. Sie sind tot und wir haben sie zurückgelassen. Im Sumpf. Die Hexe. Die Hexe. Er ist verrückt. Ich bezweifle, dass ihr mehr von ihm erfahrt. Ihr seid frei, geht an einen sicheren Ort. Ich erlöse euch von eurem Leiden. Das Licht! Mutter, du hast das Licht gebracht! Ah! Ja, was willst du? Was willst du da noch Großartiges von sagen? Jetzt hat er das wahrscheinlich gesehen und ist nicht so erfreut. Welchen Monat haben wir? Bist du ein Feind von Aal Orion? Bitte, ich fühle mich, als wäre ich schon mein halbes Leben lang hier. Du bist frei. Und jetzt hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Aal Orion ist seit Monaten tot. Tot? Wer regiert dann? Sein Sohn Vorn? Er hat mich niedergeschlagen und dann bin ich hier aufgewacht. Die Leute waren so wütend. Sie wollten sogar den König anrufen. Anrufen? Da haben sie Telefone hier oder was? Oder was? Skype-Konferenz mit dem König? Oder was ist hier los? Was ist los? Der König ist auch tot. Logan regiert jetzt an seiner Stelle. Es hat sich viel getan, seit sie mich geschnappt haben. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Ich muss nach Hause. Oder die Stadt verlassen. Ich danke für deine Hilfe. Ich wünschte, ich hätte mehr zu bieten als meinen Dank. Was für ein Leben? Gib mir dein Leben. Dann halt nicht. Egal, befreit ist befreit. Da fragt man dann auch nicht. Da stellt man auch keine Fragen. Hier ist noch ein kleiner Lagerraum. Den hätte ich gerne. Diese Truhe auch. Eine Axt. Ja, die nehme ich mit. Besser ist, nehmen sie mit. Nicht, dass hier noch einer verletzt. So, nachdem ich das auch getan habe. Steht mir ja nicht mehr viel im Weg. Und da werden wir uns jetzt nochmal eben kurz drum kümmern. Und zwar den Aal Ho, endlich. Natürlich. Nach so vielen Jahren. Sieh Hallo. Sieh an. Bryce Kuslins kleiner Junge spielt noch immer den starken Mann. Ja, hallo. Ich hätte nie gedacht, dass ihr dumm genug seid, um hierher zu kommen. Allerdings hätte ich aber auch nie gedacht, dass ihr überleben würdet. Ich freue mich, euch enttäuschen zu müssen. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Warum verratet ihr uns, Ho? Mein Vater war euer Freund. Das ist ein armseliger Appell, Kind. Er war ein Verräter an mir und ein Feigling gegenüber seinem Land. Reisen nach Orlais, Geschenke von alten Feinden. All das, während ich in Vergessenheit geriet. Eure Familie hat den Ruhm vergeudet, der rechtmäßig mir zugestanden hätte. Da ist es nur angemessen, dass ihr Tod mich ans Ohr eines Königs erhoben hat. Wenn ihr glaubt, dass ihr mir dies nehmen könnt, dass ich das zulassen würde, dann irrt ihr euch gewaltig.
Das war ja eine tolle Konversation. Ich würde da gerne wieder rausgehen aus dieser kleinen Hütte. Ganz und gar. Ich bin bereit. Ja. Ich erwarte eure Befehle. Oh, habe ich euch alle erwischt? Das ist schön, da freue ich mich doch. Ich wollte schon sagen, oh, ist direkt zerbrochen. Oh, zwei Mages hat er auch noch dabei. Um die werde ich mich jetzt mal eben kümmern. Fup! Fup! Mal eben zwei Mages einkerkern. Oh, Alistair. Da muss das nicht so ernst nehmen mit dem, Prügel einstecken. Komm. Wir sind alles Freunde. Ich muss erst die Magier erledigen. Ja, weil die werden ihn wohl beide heilen oder so ein Blödsinn. Komm, komm, weg mit dem! Die heilen beide! Scheiße! Das darf nicht wahr sein, ey. Oh Mist, die haben Alistair schon erwischt. So, jetzt mal gucken, was hier passiert. Das Problem ist, er ist stark. Ich habe vorläufig keinen Mana. Jawohl! Jetzt kann ich ihn vielleicht erledigen. Okay, 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 okay. Ich weiß, ich erzähle nicht viel, liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich gerade Schiss habe. Zu sterben, weil das ist so ein Kampf, den möchte ich voll gerne machen. Im ersten Versuch, denn wir haben so lange darauf gewartet, ihn zu erledigen. Das möchte ich mir jetzt nicht verderben lassen. Auch wenn jetzt zwei Leute wieder im Dreck liegen. Tschüss mit dir, weg mit dir. Piss dich, Arsch, ey. Natürlich. Bin ich hier nur reingeraten? Gibt keine Gnade. Der Bauer verfluche euch. Ich verdiene mehr. Wenn du das sagst. So viel kannst du ja nicht verdient haben. Allhausschlüssel, beißende Axt. Yay, yay, yay. Voraussetzung Schurke, ja. Hm. Manchmal will man es einfach nicht wahrhaben. Hab ich mich eben ziemlich schlecht verkauft. Los geht's. Erdgeschoss wieder. Mal gucken, wo ich da wieder lande. Oberes Gefängnis, okay. Hallo! Wer ist da? Bleibt weg von mir! Nö. Das könnt ihr mir nicht antun! Ich lasse euch alle auspeitschen! Ich bin der Aal von Denerim! Aal Urien ist bei Oster gefallen. Wer seid ihr? Ich bin Vaughn Kandels, Erbe des Aaltums von Denerim. Das ist die Wahrheit. Zu viele unserer Truppen fielen bei Ostergar.
Nach Beginn des Aufruhrs kam Hau mit seinen Männern, um die Garnison zu verstärken. Zumindest behauptete er das. Ich hatte ihn kaum in den Palast gelassen, da warf er mich hier rein. Ein weiteres Opfer des Elfenaufstandes, hat er gesagt. Lasst mich hier raus! Ich tue alles dafür! An Lanting wurde einberufen. Ich brauche eure Stimme. Natürlich. Was ihr wollt. Aber lasst mich hier raus. Also gut, ihr könnt gehen. Ich schwöre, das werdet ihr nicht bereuen. Geh du mal. Ich lass alle frei. Scheiße drauf. Ich bin ein Retter. Morrigan stimmt zu. Yay. Andraste, Braut des Erbauers, hab Erbarmen mit mir. Elfstammer. Bist du das? Kleine Schwester? Zieh dich doch mal an, Junge. Nein, ich kenne euch nicht. Oder? Seid ihr real? Was macht ihr hier drin? Wo bin ich? Ich bin Ermanric, Leutnant der Kirche von Denerim. Ihr gehört doch nicht zu den Männern des Terran. Klingt, als sei er auf Lyrium-Entzug. Alle Symptome sprechen dafür. Verwirrung, Weinerlichkeit. Er weiß vermutlich nicht mal, was er sagt. Wenn die oberste Klerikerin wüsste, dass er hier ist, würde sie glühende Kohlen spucken. Adlige haben über Templer keinerlei Autorität. Ich habe meine Pflicht nicht erfüllt, Herr Bauer. Vergib mir. Ich habe versagt. Und niemand weiß, was er angerichtet hat. Kann ich nämlich Lyrium geben? Von wem redet ihr da? Von dem Malefiker. Er hat Blutmagie gegen Templer und Magier des Zirkels eingesetzt, um aus seinem Turm zu fliehen. In der Nähe von Redcliffe habe ich ihn gestellt. Aber die Männer des Terran haben ihn mir genommen und mich hierher gebracht. Heißt dieser Malefiker Effajoa? Ja, er hat sein Phylakterion zerstört. Wir sind ausgeschwärmt, um ihn zu finden. Ich war allein. Ihr seid doch real, oder? Meine Träume sind so seltsam. Okay. Bitte, wenn ihr kein Traum seid, dann helft mir. Ich will ja versuchen zu helfen, aber du musst auch schneller reden. Euch ist schon klar, dass die Tür offen ist, oder? Ihr seid frei. Niemand kann mich von meinem Versagen befreien. Außer die gesegnete Andraste. Was soll ich tun? Gib diesen Ring meiner Schwester Elfstanna. Sag dir, dass es mir leid tut. Bitte. Sie soll für mich beten. Huch, okay, machen wir das. Wenn du da gerne drin bleiben möchtest, dann ist es so. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann befreien wir die Königin. Bis dahin, bleibt gespannt und bleibt dabei. Lasst doch einen Daumen da. Ciao.